Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Spore. Ich habe noch etwas außerhalb des Spiels gemacht, nämlich Geld geschürft. Damit wir nicht so viel warten müssen, die ganze Zeit. Und ich glaube, wir können in diese Stadt nichts mehr reinmachen. Stimmt genau. Dann würde ich sagen, weil unsere Landesstadt, unsere geliebte Landesstadt, ja wieder eingenommen wurde, würde ich sagen, wir greifen mal wieder mit dem Mechaname von der Stadt, greifen wir wieder Landesstadt an. Tudum. Erobern. Das geht ja immer ganz flott. Damit wir auch eine Hafenstadt haben und uns auch ein paar Schiffe bauen können. Und ich würde sagen, wir bauen uns wirklich jetzt mal eine kleine Armada an Schiffen an. Und uns gehören ja auch noch die ganzen Bohrtürme hier. Ja. Was ist jetzt los? Ah, wir greifen schon an. Ah, der hat hier noch einen Schutzturm aufgebaut. Und wenn dann, wir haben ja genug Geld. Fast 30.000 gleich. Trickbombe. Ja, haben wir auch gleich ein bisschen Geld für zweimal Trickbombe. Und jetzt kommt das Haupthaus dran. Ja, nicht ganz schnell gehen, unseren paar Autos. Und geschafft. Kein Info wieder. Ja, ich kenne die Stadt hier. Ja, bringt er aus, ey. Ja, alles schwenken. Ja, das ist mir nicht so, aber. Ja! Tada. Du hast diese militärische Stadt militärisch Mittel erobert. Sie bleibt eine militärische Stadt. Okay. Dann wollen wir mal nicht so zaghaft sein und bauen uns gleich mal ein paar Schiffchen. Aber erstmal rüsten wir diese Stadt hier ordentlich aus. Mit allem, was das Herz begehrt. Ich würde sagen, wie machen wir das denn mal? Also so geht's schon mal nicht. Da müssen wir. Ich sagen, machen wir es so. Dann noch ein Haus hin. Dann eine Fabrik hin. Dann noch ein Haus hin. Und dann noch eine Fabrik hin. Ist jetzt vielleicht nicht so optimal. Ja, dann noch sowas hin. Und dann noch eine Fabrik hin. Und dann noch ein Haus hin für mehr Zufriedenheit. Und damit wäre Landungsstadt auch ausgerüstet. Und angegriffen. Aber ist ja erstmal geschützt. Und dann würde ich sagen, setzen wir hier noch ein paar Geschütze hin. In Landungsstadt. Ganz besonders für die Schiffsfahrt, dass sie uns nicht wieder dazwischen funkt. Es können ja auch mal ein paar mehr sein. Ach, Mist. Ja, ihr kennt das ja mit meinem Geschütz aufstellen. So, jetzt haben wir es endlich mal hingekriegt. Jetzt dann noch eins zur Meeresseite hin. Und schon haben wir fast wieder unser ganzes Geld ausgegeben. So, jetzt ist Landungsstadt jetzt auch mal gesichert. Und damit wir Landungsstadt auch wirklich sichern, machen wir noch ein paar Schiffe. Und wir brauchen mal wieder mehr Häuser. Das heißt, wir haben jetzt drei Schiffchen. Und ich würde sagen, wir setzen auch noch nicht komplett auf Schiffe. Sondern erstmal auf Geschütztürme und Fahrzeuge. Und ich würde ehrlich gesagt, noch was machen, nämlich noch mehr Geschütztürme auf Landesstadt draufsetzen. Damit uns Landesstadt auch nicht mehr so schnell wieder abhaut. Und ist ja eigentlich die komplett gesicherte Stadt. Bei der gibt es ja nichts mehr auszusetzen. Ne, der geht wirklich gar nichts mehr. Und ist auch schon voll besetzt. Also die Stadt wird jetzt unser Stützpunkt. Und die Stadt hier unser Produktionshaus. Die jetzt auch schön viele Gebäude stehen haben. Und jetzt denke ich mir auch am profitabelsten ist ja 4000. Ich glaube vorher hatten wir 4200. Dann noch ein Geschütztürm hin. Damit Landungsstadt jetzt wirklich komplett gesichert ist.
damit wir jetzt ohne Beschwerden die nächste Stadt uns holen können. Wir sollten uns doch ein bisschen Geld aufsparen. Ich denke, wir warten noch kurz, bis wir, denke ich, nur 10.000 haben. Und dann greifen wir die nächste Stadt an. Ja, sie schießen Smileys in die Luft. Ja, weil sie alle so fröhlich sind. Ja, das ist immer ganz toll. Einer deiner Gewürzbohrtürme, ne? Da müssen wir jetzt aber angreifen. Das ist unser Gewürzbohrturm. Und der gehört nun mal uns. Dann würde ich sagen, greifen wir Ast an. Oder Erd. Erd ist ja eigentlich eher die schwächere Stadt. Trotzdem würde ich sagen, wir greifen erstmal Ast an. Damit erstmal die stärkste Stadt weg ist. Und wo bleiben meine Truppen? Sind die? Lanos Stadt wird angegriffen. Na, das ist sowieso nicht so schlimm. Wahrscheinlich war es wieder ein Flugzeug. Der jetzt weg ist. Und, das sieht schlimm aus. Die Blaue Nation rückt auf. Puh. Ich hoffe mal... Oh mein Gott. Das liegt bestimmt daran, dass wir unseren Geburtsbohrturm... Mistchen. Ja, wir können ja hier immer neue Schütztürme hinbauen. Deswegen ist es immer recht gut, immer ein bisschen Geld im Kette zu haben. Ich denke mal, wir werden die Schütztürme raffen können. Dann haben wir denen ihre Flotte auch wieder klein gemacht. Was ist das? Wieso verschwinden hier ein paar? So, das war's dann mit denen. Jetzt wieder zurück zu unserem Gewürzbohrturm und der Geschichte. Das Flugzeug, das kann uns erstmal egal sein. Ja, das ist sowieso jetzt weg. Wir haben immer noch volle Anzahl. Was ist das? Die Rotation ist weg. Wenn jetzt den Gewürzbohrturm. Ja, wird schon wieder angegriffen. Da war nur so ein kleines Flugzeug hier. Wir kriegen uns niemals kalt. Ich glaube langsam. War es das auch mit dieser Schiffarmee von der Blauen Nation? Die haben wir glaube ich auch gesehen und dafür alles komplett auf Flugzeuge gesetzt. Ein großer Fehler, wenn ihr mich fragt. So, jetzt die alle noch. Und unseren Gewürzbohrturm sichern. Und wird von der Gelben Nation angegriffen. Na, ein kleines Flugzeug. Tja, das war's auch wieder. Und wir haben schon wieder ein Auto verloren. Ja, wir sollten jetzt wirklich ein bisschen aufsparen. Die Blaue Nation ja wirklich. Jetzt versuchen sie den Gewürzbohrturm da hinten aufzunehmen. Die sind echt wirklich nicht aufzuhalten. Das werden sie nicht schaffen, denn wir werden diesen Gewürzbohrturm jetzt angreifen. Und dann war's das für dir. Ach, ich muss ja erst alle markieren. So. Jetzt angreifen. So, das sieht doch schön aus. Das geht jetzt recht schnell. Und dann würde ich sagen, Ast sollten wir noch nicht angreifen. Mal erstmal das hier mit dem Blauen unter Kontrolle kriegen. Und der gehört jetzt uns. Und die stürmt jetzt auch erstmal. Und was ist das? Aha, okay. Und da kommt noch ein Flugzeug an. Das auch weg ist. Oder? Doch. Wir greifen doch an. Und ständig immer auf Sch. Aber die werden es eh nicht schaffen. Oh, ein Landfahrzeug von uns. Hat's getroffen. Und langsam erhebt sich die Blaue Nation. Und
aber die Boote will ich jetzt nicht hier haben. Boote bleiben schon bei der anderen Stadt. Wer greift jetzt an? Landesstadt, aha, anscheinend schon wieder vorbei. Ach ne, die Baunation. Ja, okay. Ja, das werden sie sowieso nicht schaffen mit ihrer Flugzeugaktion immer wieder. Ich frag mich, was sie sich dabei denken. Immer so kleine Flugzeuge zu schicken. Was ist das? Hallo, und jetzt machen wir platt. Wir haben 14.000. Das muss jetzt eigentlich realisierbar sein. Dann holen wir uns noch die ganzen Gewürzbohrtürme, um schön viel Kohle einzusacken. Ja, der Turm heult sich erstmal. Oder sollten wir den gleich mal ersetzen? Nein, können wir nicht. So, so, so. Und da rücken wir an. Was ist das? Ist jetzt einer... Ist einer schon wieder weg? Nein. Das war von den Feinden. Es geht erstmal in den Kampf. Ich überlebe. Oh, da ist gleich das erste weg. Ich kann eigentlich gleich bei bleiben. Ich muss hier immer wieder neue produzieren. Weil wir eben noch gar nicht so viele machen können und die blauen dazu. Aber wir haben ja genug Geld und genug Zeit. Und solange wir noch nicht genug Geld haben, werden wir auch nicht auf Flugzeuge setzen. Wo sind eigentlich die ganzen anderen? Nicht alle. Treiben sich die Flugzeuge an. Ach so, die sind alle noch auf dem Weg. Landesstadt wurde kurzzeitig von der Gelbnation angegriffen. Ist aber auch wieder. Und die Blaunation ist auch wieder. Ja, und man muss immer aufpassen, dass die anderen Städte gesichert sind. Und wir machen wieder. Weil die langsam bei sich aufrüsten. Eigentlich könnten auch unsere Schiffe jetzt mal anrücken. Ach nee, weißt du was? Ich glaube, wir sollten alle mal gleichzeitig schicken. Das ist nämlich am besten. Opa! Das ist nämlich die beste, wir müssen ja auch langsam hier ein bisschen taktisch werden. Alle hier hin, alle Fahrzeuge und dann alle gleichzeitig in den Krieg. Jetzt versuchen sie wieder mit ihren kleinen, mickrigen Flugzeugen Landesstadt anzugreifen. Oh, da kommt noch einer. Werden sie aber natürlich nicht schaffen. Was ist das? Wollen die uns jetzt auch infiltrieren? Nein, die denken wohl... Ach nee, die sind so dämlich, die fahren jetzt mit allen Fahrzeugen nach Landesstadt. Anscheinend wissen die nicht, dass Landungsstadt komplett ausgerüstet ist. Geschützt. Wo kann noch ein Geschütz hin? Da vorne ist es gerade kaputt. Das werden die niemals schaffen. Weil ich genug Kohle habe, um die abzuwehren. Wir müssen einfach mal noch ein bisschen Landesstadt angucken. Auch mit Landesstadt reden. Und ich glaube, unser nächstes Ziel wäre dann die Gelbnation ein und alle Mal zu töten. So. Und das war's wohl wieder mit einem weiteren. Eben das Problem, dass wir immer nicht volle Anzahl machen können. Und jetzt geht es langsam an die Häuser. Schütze.